Ein Mann auf Pilgerreise. Ein im Mittelalter allen vertrautes Bild. Die Wallfahrer erinnern daran, dass das irdische Leben vergänglich und nur eine Durchgangsstation zum ewigen Leben ist. Mindestens einmal im Leben, sagt die Kirche, soll jeder Mensch auf eine Pilgerreise gehen. Es ist eine abenteuerliche und oft die einzige große Reise im Leben vieler Stadtbürger. Ziel sind heilige Stätten, an denen der Pilger um Vergebung der Sünden bittet. Durch Buße und gute Werke bereitet er sich auf das Leben nach dem Tode vor. Nur so, glauben die Menschen im Mittelalter, können sie hoffen, nach dem Tode in das Reich Gottes aufgenommen zu werden. Die Bürger der spätmittelalterlichen Städte kennen keine Zukunftssicherheit. Die Lebensbedingungen vieler Menschen sind schlecht. Tagtäglich sind die Stadtbewohner mit Krankheit und Tod konfrontiert. Viele sterben früh. Ratten zeugen von den schlechten hygienischen Bedingungen. Es gibt keine Kanalisation. Der Müll wird einfach auf die Straße geworfen. So können sich Krankheiten schnell verbreiten. Besonders nach schlechten Ernten, wenn auch minderwertiges Korn verarbeitet wird, sterben viele an dem sogenannten höllischen Feuer, ausgelöst durch das Mutterkorn. Das ist ein Pilz, der das Getreide befällt und ins Brot gelangt. Die Überlebenden sind für immer gezeichnet. Ihre Gliedmaßen sterben durch Gefäßverengungen ab und sie sind fortan zum Betteln verurteilt. Um ihr Leiden eindrucksvoll zu demonstrieren und die Passanten zu Almosenspenden zu bewegen, legen die Opfer nicht selten ihre abgestorbenen Glieder vor sich hin. Leprakranke, die sogenannten Aussätzigen, sind allgegenwärtig. Sie sind dem Tode geweiht. Eine Heilung gibt es für die Unberührbaren nicht. In den Jahren nach 1347 wütet die Pest im ganzen Abendland. Insgesamt 25 Millionen Menschen, also ein Drittel der gesamteuropäischen Bevölkerung, wird von dem schwarzen Tod dahingerafft. Auch Naturkatastrophen bedrohen immer wieder die Menschen und verursachen Krankheit, Hunger und Teuerungen. Die Bevölkerung ist solchen Naturkatastrophen hilflos ausgeliefert. Die Menschen verstehen sie als Strafe Gottes und versuchen mit Gottesdiensten und Prozessionen Gott milde zu stimmen. Die Kirche, die über den göttlichen Gnadenschatz verfügt, rückt dadurch in den Mittelpunkt des städtischen Lebens. Die Gotteshäuser, die an Höhe aller anderen Häuser der Stadt überragen, sind ein sichtbares Zeichen bürgerlicher Frömmigkeit und kirchlicher Macht. Die Größe und prachtvolle Ausstattung der Kirchen zeugt von der Herrlichkeit Gottes, wie hier das Straßburger Münster. Die Kirche verwendet ein Drittel ihrer Einnahmen für den Bau von Gotteshäusern. Bei dem Bau hilft und spendet die ganze Stadt. Es ist das Wahrzeichen für den starken christlichen Glauben, aber auch für den Stolz und die Prunksucht mancher Stadtgemeinden. Kein noch so großes Gebäude in dieser Stadt kann mit dem Münster konkurrieren. Die Kirche prägt das Leben der Menschen im Spätmittelalter. An der Fassade des Straßburger Münsters werden die Geschichten der Bibel in Stein gehauen. Wie hier über dem Hauptportal die Lebensgeschichte Christi. Das Abendmahl,
Jesus auf dem Kreuzweg und der ungläubige Thomas. Diese Darstellungen sind steinerne Bilderbücher für all die vielen Analphabeten in den Städten. Es sind mittelalterliche biblische Comics. Aber wenn die Stadtbewohner nicht nach den Geboten Gottes leben, droht Unheil, egal wie groß und prachtvoll sie ihre Kirche gebaut haben. Zwar betrachten die Menschen das diesseitige, das irdische Leben nur als einen Übergang in eine bessere, jenseitige Welt, aber sie fürchten, dass sie für ihre Sünden im Fegefeuer büßen müssen. Die Angst, nicht in den Himmel zu gelangen und in der Hölle auf ewig Marter und Qualen zu erleiden, ist groß. Um diesen Qualen zu entgehen, dürfen die Menschen des Mittelalters sich im Diesseits nichts zu Schulden kommen lassen. Oder aber sie bereuen und tun Buße. Der beste Weg, sich einen Platz im Himmel zu sichern, ist der Eintritt in ein Kloster. Hier leben Menschen, die auf immer dem weltlichen Leben entsagen. Sie verzichten auf persönlichen Besitz, um allein Gott zu dienen. Im Kreuzgang beten die Mönche oder vertiefen sich in religiöse Schriften. Sie leisten ihren Unterhalt mit eigener Hände Arbeit. Neben der Arbeit gehen sie mehrmals am Tag zum Gottesdienst in die angrenzende Kirche. Viele Mönche kommen aus Adelsfamilien und sind gebildet. Einige schreiben sogar Bücher. Aber das vergeistigte und doch ein wenig eintönige Leben ist nicht Sache eines jeden Mönches. Trotz Bildung, Andacht und Gebet macht die Sünde vor den Klostermauern nicht Halt. Der im 11. Jahrhundert eingeführte Zölibat ist bei den Mönchen nur schwer durchsetzbar. Bedürftigen gibt man Unterschlupf und Nahrung für die Nacht. Die Fürsorge für Arme und Hungernde gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Klöster. Vor den Klostermauern werden regelmäßig Speisen an die Ärmsten ausgeteilt. Auch Kranken hilft man in klostereigenen Spitälern. Hier werden sie von Nonnen kostenfrei versorgt und gepflegt. Reichtum und Armut werden im Mittelalter als etwas Gottgegebenes verstanden. Dennoch werden Besitzende von der Kirche angehalten, Gutes zu tun. Sie geben den Bedürftigen Almosen. Die Bettler empfinden ihre Armut nicht als Schande, denn dass die reichen Bürger ihnen Geld, Kleidung und Nahrungsmittel geben, sehen sie als Gottes Fürsorge an. Die Kirche versichert wiederum den Reichen, dass das Geben von Almosen die Sündenlast verringert und die Seele vor der Verdammnis rettet. So hoffen die Reichen auf Belohnung im Jenseits und glauben, sich das ewige Leben erkaufen zu können. Eine einzigartige Spende, die noch heute erhalten ist, gab Nicolas Rollin, der Kanzler des Herzogs von Burgund, im Jahr 1443. Der Kanzler und seine Frau beschlossen, ein Hospital für die Armen zu gründen, um ihr Seelenheil zu sichern. Sie versahen das Krankenhaus mit einer Jahresrente und eigenen Einkunftsquellen durch Weinberge und Salinen. Mit der Dekoration wurden zahlreiche Künstler beauftragt. Das Herz des Palastes der Armen ist der große Armensaal, der bis heute seinen mittelalterlichen Charakter bewahrt hat. Meist liegen zwei Kranke in einem Bett.
So können hier 120 Personen gepflegt und mit Speis und Trank versorgt werden. Doch auch für ihr Seelenheil werden Vorkehrungen getroffen. Ein Altar wird aufgestellt, der die Nähe zu Gott herstellt. Über dem Altar hing früher dieses Meisterwerk der gotischen Malerei. Es zeigt die Stifter des Spitals, Nicolas Rollin und seine Frau Guigonne, die die beiden Schutzheiligen des Spitals anbeten. So kann sich das Ehepaar sicher sein, dass auch nach ihrem Tod die Kranken im armen Saal für sie, ihre Wohltäter, beten werden. An Wochenenden wird das Altarbild aufgeklappt. Es zeigt das jüngste Gericht. Es ist der Tag, an dem die Toten aus ihren Gräbern steigen und Gott als Weltenrichter über ihr Leben richten wird. Voller Demut sollen die Kranken an ihre Sünden denken und an ihren Tod. Sie sollen sich der Mahnung bewusst werden: Wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde eures Todes. Der Weg in Gottes Reich führt allein über die Kirche. Sie bildet einen Fixpunkt, ist Mittlerin zwischen Arm und Reich, zwischen dem Diesseits und Jenseits, den beiden Polen, die das mittelalterliche Denken, das Weltbild der Menschen bestimmen. Die Kirche weist den Weg vom irdischen Jammertal in die himmlische Glückseligkeit. Denn nur sie kann von zeitlichen Sünden befreien. Doch diese Monopolstellung der Kirche führt zu Verirrungen. Die Kirche beginnt aus den Sünden der Gläubigen Kapital zu schlagen. Sie verkauft Ablasspapiere, die den Käufern Vergebung der Sünden garantieren. Dieser Ablasszettel verspricht einen Sündenerlass von 3 Jahren. Der Ablasshandel blüht im ausgehenden Mittelalter und bringt der Kirche hohe Einnahmen. Das Geld verwenden die Kirchenfürsten vielfach zum Erwerb von Ländereien, aber auch zu persönlichen Zwecken. Diese Verquickung von Glaube und Geld trug mit bei zur Reformation 1517. Heute sind Krankheit und Tod weitgehend aus unserem Blickfeld verschwunden. Auch sonst ist in unserem heutigen Alltagsleben kaum noch etwas von der einstigen Frömmigkeit zu spüren. Nur an hohen kirchlichen Feiertagen wie Fronleichnam werden die Symbole des Glaubens noch in öffentlichen Prozessionen gezeigt. Die Gläubigen feiern und ehren die Anwesenheit Jesu Christi. Viele schließen sich an, die Honoratioren der Stadt, die Vereine, die Jugend. Viele bleiben aber auch weg. Glaube und Frömmigkeit, die das städtische Leben des Mittelalters prägten, sind heute Privatsache. Was passiert, wenn in der mittelalterlichen Stadt ein Mord oder andere Verbrechen geschehen? Kann man den Täter fassen
wird er von der Polizei, den sogenannten Bütteln, abgeführt und erst einmal in Untersuchungshaft in den Kerker gesperrt. Der Vorfall kommt dann vor das städtische Gericht. Das Gericht bilden die Ratsherren. Der Bürgermeister führt den Vorsitz. Das Urteil wird von Vertretern der Bürger, sogenannten Schöffen, mitbestimmt. Ein Richter leitet den Prozess. Die Gerichtsverhandlung wird von einem Gerichtsschreiber protokolliert. Um zu einem Urteil und Strafmaß zu gelangen, lässt das Gericht sich die Aussagen des Täters nochmal in aller Öffentlichkeit vorlesen. Die Strafen des Mittelalters sind vor allem Körperstrafen. Am Pranger wird der Täter mit Kopf und Händen festgemacht und zur Schau gestellt. Ein Mörder wird gerädert. Dabei werden ihm nach und nach alle Knochen gebrochen. Die Leiche wird dann auf das Rad gebunden und aufgestellt. Eine weitere Körperstrafe, die Wippe. Der Täter wird mit Gewichten an den Füßen nach oben gezogen und ruckartig wieder fallen gelassen. Dabei werden alle Gelenke ausgerenkt. Die Todesstrafe ist rechtmäßig. In aller Öffentlichkeit vollstreckt soll sie Nachahmer abschrecken. Hier werden zwei Ehebrecher gepfählt. Und hier zwei Falschmünzer in Öl gesotten. Ertränkt werden zum Beispiel Frauen, die ihr Kind ausgesetzt haben, aber auch Gotteslästerer und Diebe. Für mehrfachen Diebstahl, aber auch andere Vergehen, wird man am Galgen aufgehängt oder öffentlich enthauptet. Manchmal kommt der Übeltäter aber auch mit dem Schrecken davon. Per Handschlag einigt er sich hier mit dem Geschädigten. Das Basler Rathaus. Hier tagte der städtische Rat. Er war nicht nur Gericht, sondern zuständig für alle Fragen des öffentlichen Lebens. Stadtrat zu sein, war ein Ehrenamt. Das konnten sich nur Vertreter reicher Kaufmannsfamilien und angesehene Handwerker leisten. Frauen durften aber nicht Mitglied des Rats werden. Die Vertreter des Stadtrats wurden nicht vom Volk gewählt, sondern bestimmten sich selbst. Zum Vorsteher der Bürgerschaft wählten die Ratsherren den Bürgermeister. Der städtische Rat legte das Stadtrecht fest. Im Stadtrecht waren verbindlich die Rechte und Pflichten der Bürger verankert. Für alle Entscheidungen des Rats war die christliche Heilsgeschichte das Vorbild. Deshalb findet sich im Ratssaal auch eine Mariendarstellung an der Decke. Neben dem Stadtrecht gibt es eine Fülle von Einzelordnungen. Von der Marktordnung bis zur Bettelordnung. Seit dem 14. Jahrhundert werden die Verordnungen des Rats von einem Stadtschreiber aufgeschrieben und dann in der Schreibstube von Hand kopiert. Der Stadtschreiber ist der erste hauptberufliche Beamte. Er überprüft sorgfältig jede Kopie. Die wichtigste Vorschrift betrifft den Einzug der Steuern. Steuern sind die Haupteinnahmequelle der Stadt. Das Steuersystem beruht auf Treu und Glauben. Das heißt, die Bürger bestimmen selbst, wie viel Steuern sie bezahlen. Sie schätzen ihr Vermögen und berechnen, wie viel Geld sie der Stadt abgeben können. Natürlich wird dabei auch betrogen. Durch genaue Buchführung über die Abgaben versucht der Rat, die Steuerhinterziehung so gering wie möglich zu halten. Die meisten Bürger haben jedoch kaum Vermögen und zahlen deshalb nur einen Bruchteil der gesamten Steuergelder. Den Löwenanteil bringen die wenigen Bürger der reichen Oberschicht auf. Bezahlt werden die Steuern mit vielen verschiedenen Münzen. Mithilfe eines Rechentischs kann der Steuereinnehmer die unterschiedlichen Münzen in eine einheitliche Währung umrechnen. Die gezahlten Steuergelder kommen der Bevölkerung wieder zugute. Zum Beispiel bei der Wasserversorgung. Der Rat investiert in den Bau von Brunnen und Wasserleitungen. Die Wasserleitungen bestehen in der Regel aus Baumstämmen, die der Länge nach durchbohrt sind.
Diese Holzleitungen halten etwa 20 Jahre, dann werden sie morsch und brüchig und müssen wieder ersetzt werden. Deshalb wird das Leitungssystem mit all seinen Verzweigungen und Brunnen in einem sogenannten Brunnenplan genau aufgezeichnet. Hier der Brunnenplan der Stadt Basel. Vollständig ausgeklappt ist er über 7 Meter lang. Den Plan angefertigt hat ein städtischer Beamter, der Brunnenmeister. Er achtet darauf, dass die Leitungen nicht lecken oder verstopft sind. Die reichen Bürger der Stadt oder auch die Klöster haben private Wasseranschlüsse an den Brunnenplan. Wer einen Brunnen errichten will, braucht ein vom Rat verliehenes Brunnenrecht. Darin ist genau festgeschrieben, wie groß die Öffnung des Rohres am Brunnen sein darf und wie viel Wasser pro Tag hindurchfließt. In Freiburg findet sich sogar im Münster ein solcher Privatbrunnen. Das städtische Wasser wird vor allem auch gewerblich genutzt. So unter anderem von Wäschereien, Badstuben, Steinbohrern, Mühlen und Handwerksbetrieben. Dabei gelten spezielle Verordnungen des städtischen Rats. Wer zum Beispiel in Freiburg aus dem Gewerbekanal Wasser entnehmen will, muss Mitglied in der sogenannten Runsgemeinschaft sein. Für die Nutzung des künstlichen Wasserlaufs zahlen die Runsmitglieder bis heute ihren Obolus an die Stadt. Zur Versorgung mit Brauchwasser haben die Freiburger Stadtherren ein künstliches Kanalsystem vom Fluss Dreisam abgezweigt, die sogenannten Bächle. Im Mittelalter dienten die Bächle zum Waschen und Spülen, aber auch zum Löschen von Feuern. Die Bächle waren aber auch die Kanalisation der Stadt. Vor allem nachts erlaubt es der Rat, Abfälle, Dreck und Müll in die Bächle zu werfen, der auf diese Weise bequem aus der Stadt hinausgespült wird. Trotzdem bleibt oft viel Schmutz und Unrat in den Rinnen hängen, sodass das Abwasser nicht von alleine abfließt. Die Folge sind ziemlich unhygienische Zustände auf den Straßen der Stadt. Pflastersteine gibt es kaum. Bei Regen verwandeln sich die Straßen in einen Sumpf. Es herrscht entsetzlicher Gestank. Vor und zwischen den Häusern liegt Hausmüll und Mist. Auch menschlicher Kot und Urin landen oft direkt auf der Straße. Die Toiletten, die sogenannten Latrinen, sind zu diesem Zweck außen an der Hausmauer angebracht. Es gibt aber auch innenliegende Latrinen. Die Exkremente landen dann in einer Abortgrube. Ist die Grube vollgelaufen, verschließt man sie. Der Inhalt wird zu wertvollem Humus, ähnlich wie bei den heutigen Kompostieranlagen. Kot und Urin aus den Außenklos aber verschmutzen die Städte und ziehen verstärkt Ungeziefer und Ratten an. Diese schlechten hygienischen Verhältnisse werden den Menschen im Mittelalter in den Jahren 1348 bis 1351 zum Verhängnis. Die Ratten übertragen den Pesterreger auf den Menschen. Es kommt zur Katastrophe. Die europäische Bevölkerung wird um ein Drittel dezimiert. Die an Pest erkrankten Menschen bekommen am ganzen Körper schwarze, eitrige Geschwüre. Deshalb wird die Pest auch der schwarze Tod genannt. Gegen die Pest sind die Ratsherren machtlos. Die öffentliche Ordnung, ja das ganze öffentliche Leben bricht zusammen. Die Wehrtürme einer mittelalterlichen Stadt markieren ihren Rechtsbereich. Sie sollen die Einwohner vor Übergriffen von außen schützen. Die Stadtmauer mit ihren Toren und Türmen ist das nach außen hin sichtbare Zeichen für die Verteidigungsbereitschaft der Bürger einer spätmittelalterlichen Stadt.
Zur Bewachung der Stadtmauern stellt der städtische Rat gegen Bezahlung Wächter an. Sie sind mit Rüstung und Waffen ausgestattet. Die Turmwächter haben von oben die beste Übersicht und können sofort melden, wenn Feinde im Anmarsch sind. Die Stadttore sind der einzige Zugang zur Stadt. Hier kontrollieren die Stadtwächter jeden, der in die Stadt hinein will. Wegelagerer und Tagdiebe werden so ferngehalten. Und auch gegen ein anrennendes feindliches Heer können die Tore fest verriegelt werden. Im Kriegsfall kämpfen aber nicht nur die Stadtwächter. Jeder Bürger hat vor dem Rat einen Eid geschworen, die Stadt zu verteidigen. Die Abwehr der Feinde an der Stadtmauer ist Sache der Zünfte. Jede Zunft muss einen bestimmten Abschnitt der Stadtmauer schützen. Hier rückt die Zunft der Schneider zum Kampf aus. Geschütze und Munition, aber auch dieser Rüstwagen befinden sich in der städtischen Waffenkammer, dem sogenannten Zeughaus. Die Bürger setzen alles daran, die Angreifer abzuwehren. Sie werfen Steine hinunter und gießen siedendes Wasser oder Pech hinab, während die Angreifer versuchen, mit Rammböcken und Katapulten die Stadtmauer einzureißen. Oft wird auch Mann gegen Mann gekämpft. Nicht selten ist die Übermacht des anrennenden Heeres zu groß. Für eine eroberte Stadt gibt es wenig Schonung. Häuser und Lagerhallen werden geplündert und verwüstet. Die Eroberer machen kaum Gefangene. Viele Einwohner der Stadt werden einfach ermordet. Die Frauen vergewaltigt. Die geraubten Güter werden vor die Tore der Stadt geschafft und die Häuser in Brand gesteckt. Die Eroberung einer mittelalterlichen Stadt bedeutet meist das Ende ihrer Eigenständigkeit. Handwerker trifft man überall in der spätmittelalterlichen Stadt. Sie machen ca. 50-70% der Gesamtbevölkerung aus. Das Handwerk ist der wirtschaftliche Motor der Stadt. Es gibt den Menschen Arbeit und garantiert die Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Produkten. Der Markt ist der zentrale Umschlagplatz für die Erzeugnisse der Handwerker. Das Rohmaterial für diese Stoffe wird zum Beispiel aus Flachs oder Hanffasern gewonnen. Die getrockneten Pflanzen werden mit Mühlsteinen und von Hand zerkleinert. Die Naturfasern verarbeitet man dann mit Spindeln zu Garn weiter. Die meisten Handwerker fertigen ihre Produkte im eigenen Haus, wie dieser Schuster. Leben und Arbeiten ist nicht getrennt. So schuften die Menschen täglich 12 bis 16 Stunden. Das tun sie aber freiwillig, denn die städtischen Handwerker sind keine Leibeigenen mehr. Diese Goldschmiede können es aus eigener Kraft zu Wohlstand bringen. Meist hilft die ganze Familie im Handwerksbetrieb mit. Das betrifft auch die Jüngsten. Statt in die Schule zu gehen, beginnen viele Jungen bereits mit 7 Jahren eine Lehre, wie hier beim Wagenradmacher. Die meisten Handwerker haben sich spezialisiert. Vom Rohmaterial bis zum fertigen Erzeugnis liegen alle Arbeitsabläufe in einer Hand. Die Qualität der Arbeit ist entscheidend. Von industrieller Massenproduktion und Fließbandarbeit ist man weit entfernt.
Die Handwerksmeister sind in Verbänden, den sogenannten Zünften, zusammengeschlossen. An deren Spitze steht ein Zunftmeister. Die Mitgliedschaft in der Zunft ist Pflicht. Es herrscht Zunftzwang. Die Zunftordnung regelt Arbeitszeiten, Löhne und Preise. Die Zunftmeister prüfen regelmäßig die Qualität der Produkte. Hier zum Beispiel bei den Winzern. Auch bei der Herstellung der Produkte sind die Zunftmeister dabei und kontrollieren die Weinbauern bei der Weinlese. Die Vorschriften der Zünfte verhindern Konkurrenz zwischen den Zunftmitgliedern und sichern jedem Winzer Arbeit und ein gerechtes Einkommen. Mit bloßen Füßen werden die Weintrauben gestampft und in der Kälte gepresst. Auf dem Weinmarkt kommt der Wein in Fässern zum Verkauf. Mit einem großen Lastenkran lädt man die Fässer auf die Wagen der Käufer. Der Markt ist der Mittelpunkt der spätmittelalterlichen Stadt. Hier werden Lebensmittel, Kleider, Geschirr und alles andere Lebensnotwendige getauscht und verkauft. Bauern aus dem Umland bieten ihre Erzeugnisse an. Aber auch Waren von weit her sind zu finden. Genau vorgeschrieben sind die Marktzeiten. Während der Markt läuft, hat Marktfrieden zu herrschen. Im Mittelalter gibt es nicht nur einen allgemeinen Markt. Typisch sind Spezialmärkte, auf denen zum Beispiel nur Fisch, nur Kräuter oder nur Vieh verkauft werden. Der städtische Rat stellt den Marktleuten eine Waage zur Verfügung, sowie die Möglichkeit, Geld zu wechseln und Schuldforderungen in die städtischen Schuldbücher eintragen zu lassen. Der Rat setzt außerdem die Preise für die Grundnahrungsmittel fest. Dieser sogenannte gerechte Preis garantiert die Versorgung auch der ärmeren Bevölkerungsschichten. Am Portal des Freiburger Münsters ist das Marktrecht der Stadt in Stein gemeißelt. Auch die Maße der Stadt sind hier festgeschrieben, an die sich die Händler zu halten hatten, zum Beispiel für einen Zuber Holzkohle. Auch ob ein Spitzweg oder ein Laibbrot die vorgeschriebene Größe hat, konnte am Münster jederzeit überprüft werden. Die Einhaltung der Maße kontrolliert der Marktaufseher. Er organisiert das gesamte Marktgeschehen und kassiert die Standgebühr. Den Marktaufseher gibt es heute noch. Er ist ein städtischer Angestellter und überwacht den Auf- und Abbau der Stände, überprüft die Qualität der Waren und achtet auf die Hygiene beim Verkauf. Auch das Standgeld zieht er noch, wie im Mittelalter, von jedem einzelnen Händler persönlich ein. So viel habe ich noch gar nicht eingenommen heute, weil ich mit der zahlen muss. Das ist mein Problem. Ah ja, das ist eine Schneemaschine, gell? Dankeschön. Also. Schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Tschüss. Auch im Mittelalter bezahlt man die Waren mit Geld. Der große Unterschied? Es gibt keine einheitliche Landeswährung. Viele Städte haben das Recht, eigene Münzen zu prägen. Das Ausgangsmaterial für die gängigen Münzen ist Silber. In den Münzwerkstätten wird es weiterverarbeitet. Die Silberrohlinge werden in den Prägestock eingespannt und mit Stempeln geprägt. Das Silber für die Münzwerkstätten wird in nahegelegenen Bergwerken gewonnen. Zum Beispiel gab es im Schwarzwald große Silbervorkommen. Auch Freiburg verdankte seinen Reichtum lange Zeit dem Silberbergbau. Heute sind die Vorkommen erschöpft und die Bergwerkstollen stehen leer. Thank you.
Da im Mittelalter so viele verschiedene Währungen im Umlauf sind, muss man den Wert der Münzen bestimmen. Das geht am leichtesten über das Gewicht der Münzen. Die Kaufleute des Mittelalters benutzen dazu Münzwagen. Auf einem Rechentisch und mit Hilfe von Rechengeld können sie nun Gewinn und Verlust zusammenrechnen. Fremde Währungen bringen die Kaufleute zum Geldwechsler in die Wechselstube. Dort werden die Münzen in die handelsübliche Währung umgetauscht. Der Kaufmann lagert seine Waren im eigenen Wohnhaus, sowohl im Keller als auch unter dem Dach. Dort werden bevorzugt Waren gelagert, die trocken bleiben müssen. Die Lasten werden mit einer Winde in einem Dachkran hochgezogen. In den anderen Stockwerken befindet sich die Wohnung des Kaufmanns und auch sein Büro, das sogenannte Kontor. Im Kontor kümmert sich der Kaufmann um die Buchführung und sammelt Nachrichten von den verschiedenen Märkten und Handelsplätzen. Den Kaufleuten geht es um Gewinn. Dazu muss über den Warenein- und Ausgang genau Buch geführt werden. Im späten Mittelalter haben viele Kaufleute Läden eingerichtet. Dort stellen sie ihre Waren zur Schau und locken Kunden an. Auch die Märkte in den großen Handelsstädten verfügen über richtige Ladenzeilen. Solche Basare gibt es nicht nur unter freiem Himmel. Auch in großen Gewölbekellern werden Pelze, Tuche und Schmuck verkauft. Ein erfolgreicher Fernkaufmann verbringt aber nicht viel Zeit in seiner Heimatstadt. Meist ist er auf Handelsreisen, auch im Ausland, unterwegs. Der Landweg ist stets beschwerlich und voller Gefahren. Hier kann der Kaufmann leicht zum Opfer von Wegelagerern und Strauchdieben werden. Will man die Waren schneller und sicherer ans Ziel bringen, transportiert man sie zur nächsten Schiffsanlegestelle am Fluss. Doch auch die Binnenschifffahrt birgt Tücken und Gefahren. Hier ist ein Schiff gekentert und die Ladung verloren gegangen. Es kommt auch vor, dass Stadtherren Kaufleute verfeindeter Städte gefangen nehmen lassen und ihre Waren beschlagnahmen. Am Zielort angekommen, muss der Kaufmann Einfuhrzoll auf seine Waren entrichten. Die Zollabfertigung geschieht entweder direkt am Stadttor oder im städtischen Kaufhaus. Im Kaufhaus werden die Waren zwischengelagert und von hier aus auch weiterverkauft. Perfekt organisierter Fernhandel macht um das Jahr 1500 eine süddeutsche Kaufmannsdynastie zu den reichsten Männern Europas. Die Fugger aus Augsburg. Sie gründen sogar in Ostindien eine Niederlassung für den Gewürzhandel. Jakob Fugger, genannt der Reiche, hat sich von niemand Geringerem als Albrecht Dürer porträtieren lassen. Am Ende des Mittelalters kommen zu den herkömmlichen Produkten, die gehandelt werden, ganz neue Güter hinzu. Zum Beispiel Papier. Es wird in sogenannten Papiermühlen aus zerstampften Textilfasern wie Leinenlumpen hergestellt. Der Papiermacher schöpft die Papierbögen von Hand mit einem feinen Sieb aus dem Fasergemisch. Danach werden sie gepresst und getrocknet. Bis zur Erfindung dieser Technik schrieb man auf getrocknete Tierhäute, das sogenannte Pergament. Dagegen war die Herstellung von Papier revolutionär. Es war viel billiger und konnte in viel größeren Mengen produziert werden. Als in Basel von 1431 an die letzte große Kirchenversammlung des Mittelalters, das Basler Konzil, tagte, brauchte man eine Menge Papier, um die Beschlüsse des Konzils zu veröffentlichen und in hoher Zahl vervielfältigen zu können.
Deswegen siedelten sich mehrere Papiermühlen in Basel an. Hinzu kommt kurze Zeit später die Erfindung des Buchdrucks, der eine unbegrenzte Vervielfältigung von Schriftstücken und Büchern möglich macht. Der Buchdruck revolutioniert das öffentliche Leben. Denn vor allem die städtische Verwaltung lässt ihre Verordnungen und Erlasse nun in hoher Stückzahl drucken und verbreiten. Es entsteht die Bürokratie. Doch nicht nur weltliche Schriften werden gedruckt. Auch die Kirchenfürsten in den Klöstern und Bischofssitzen geben kostbare Drucke in Auftrag. Dieses Messbuch hatte eine Auflage von 600 Stück und kostete so viel wie ein Pferd. Der Basler Buchdrucker Johannes Froben war mit dem berühmten Gelehrten Erasmus von Rotterdam befreundet. Er druckte alle seine Werke, zum Beispiel dieses Buch, einen Bestseller mit dem Titel Lob der Torheit, oder die Erasmus-Ausgabe des Neuen Testaments. Der Handwerker Froben gründete einen eigenen Verlag und wurde ein erfolgreicher Unternehmer. Zum Ende des Mittelalters kommt den städtischen Handwerkern und Kaufleuten somit nicht nur eine rein wirtschaftliche Bedeutung zu. Sie tragen auch zur Verbreitung neuer geistiger Strömungen wie Humanismus und der Reformation bei. Holz ist im Mittelalter ein wichtiger Rohstoff, auch für die städtische Bevölkerung. Die meisten Häuser in den Städten nördlich der Alpen werden aus Holz gebaut. Grundlage für den Hausbau ist ein Gerüst von Holzbalken, das sogenannte Fachwerk. Weiterer Bestandteil des Fachwerkbaus ist Lehm. Man holt ihn aus Lehmgruben nahe der Stadt. Damit der Lehm an Festigkeit gewinnt, wird er mit Stroh, Kraut und Mist versetzt. Den Hausbau leitet ein Bauherr mit seinen Handwerkern. Die niedere Tätigkeit des Lehmstampfens führt für gewöhnlich ein ungelernter Tagelöhner aus. Oft hilft aber auch der Auftraggeber mit seiner Familie an dem Bau mit. Die Arbeit am Fachwerk ist Sache eines ausgebildeten Zimmermanns, der mit seinen Gesellen arbeitet. Mit dem Lehmgemisch füllen die Bauhandwerker die Zwischenräume, die sogenannten Gefache. Die getrocknete Verfüllung wird zum Schluss mit Kalk geweißelt. Die Arbeit der mittelalterlichen Handwerker prägt bis heute das Erscheinungsbild vieler alter Städte. Ein eigenes Haus konnten sich aber nur reiche Handwerker und Kaufleute leisten. Ein besonderes Merkmal des Fachwerkbaus: die oberen Stockwerke sind oft größer als die unteren. Das verleiht den Häusern höhere Standfestigkeit und man gewinnt in den oberen Etagen noch mehr Wohnfläche hinzu. Deshalb wirken die mittelalterlichen Gassen aber auch so eng. Ein weiterer Nachteil des Fachwerkbaus: Holz und trockener Lehm sind leicht brennbar. Über die dicht an dicht gebauten Dächer können sich Brände rasend schnell ausbreiten. Das ist für die mittelalterlichen Städte verheerend. Kaum eine Stadt bleibt von einem großen Feuer verschont. Feuerwehr sind die Zünfte der Stadt. Mit Eimern und Feuerpatschen versuchen die Zunftmitglieder zu löschen. Viel nützt das aber meist nicht. Hab und Gut wird vor die Stadttore in Sicherheit gebracht. Frauen und Kinder müssen mit ansehen, wie ihre Stadt niederbrennt. Brandschutzmaßnahmen werden deshalb Vorschrift. Dächer dürfen nur noch mit Ziegeln gedeckt werden.
Wer sein Haus dennoch mit Stroh oder Holzschindeln deckt, wird bestraft. Viele Städte gründen eigene Ziegeleien und stellen den Bürgern die Ziegel günstig zur Verfügung. In der Schweiz stellt ein Ziegelmacher heute wieder Ziegel nach alter Art her. Sein Vorbild? Die Mönche des Klosters St. Urban. Sie beherrschten das Ziegelmachen besonders gut und verkauften Ziegel weit über die Grenzen ihres Klosterbezirks hinaus. Die Maße für Dachziegel und Mauersteine waren dabei genau vorgeschrieben. Die größte Schwierigkeit bei der Ziegelherstellung, einen Brennofen zu bauen, der die benötigte enorme Temperatur erreichen kann. Im Laufe der Zeit geht man dazu über, Häuser komplett aus Stein zu bauen. Die Mauern werden mit Mörtel befestigt. Dazu müssen Bauherren und Handwerker neue Techniken erlernen. Steinmetze sind gefragte Fachleute. Mit einem Kran werden die behauenen Steine nach oben gezogen. Der städtische Rat ordnet an, dass alle Häuser einer Gasse auf einer Höhe stehen sollen. Das ist keine reine Brandschutzmaßnahme mehr. Auch die Ästhetik des Stadtbildes soll vereinheitlicht werden. Die meisten Wohnhäuser bestehen aus zwei Stockwerken. Im Erdgeschoss befindet sich ein großer Allzweckraum. Er dient als Lager, hier werden aber auch Tiere gehalten. Außerdem haben Handwerker hier ihre Werkstatt. Die Küche befindet sich entweder ebenfalls in diesem Allzweckraum oder im oberen Stockwerk. Das Herdfeuer ist die einzige Wärmequelle. Der Rauch des Herdfeuers zieht durch die Decke in den Speicher und konserviert dort Lebensmittel. Im Obergeschoss ist die Stube mit dem Bett. Oft schlafen mehrere Hausbewohner in einem Bett. Reiche Bürger haben ein Himmelbett. Der Himmel schützt vor Ungeziefer, das von der Decke herunterfallen kann. Die Stuben reicher Kaufleute oder Handwerker sind oft mit prachtvollem Wandschnitzwerk ausgestattet, dem sogenannten Täfer. Der erste Stock dieses Hauses diente auch als Versammlungsort von Rittern und adligen Festgesellschaften. Wappen und Helmzeichen der Ritter sind an den Wänden verewigt. Die Wandmalereien wurden erst vor wenigen Jahren wieder freigelegt und sorgfältig restauriert. Darunter auch diese Christusdarstellung in einer Art Herrgottswinkel. Der Glaube an die christliche Heilsgeschichte bestimmt das Leben der Menschen in der mittelalterlichen Stadt. Es gibt aber ein Stadtviertel, in dem ausschließlich Menschen anderen Glaubens wohnen, das Judenviertel. In Speyer sind heute noch Teile des Judenviertels erhalten. Die Speyerer Ratsherren hatten beschlossen, dass die Juden wegen ihrer anderen Religion nicht Haus an Haus mit Christen wohnen durften. Deshalb mussten sie unter sich bleiben. Heute graben Archäologen die Gebäude des Judenviertels wieder aus, darunter auch die Mauern der jüdischen Kirche, der Synagoge. Tief unter der Erde befindet sich das Ritualbad der Juden, die sogenannte Mikwe. Dreimal tauchen die Juden in dem Wasser vollständig unter. Zum Beispiel nach überstandenen Krankheiten oder nach der Geburt eines Kindes. Der Rat erlegte den Juden weitere Beschränkungen auf. Sie mussten eine Sondersteuer entrichten, um überhaupt in der Stadt wohnen zu dürfen. Sie konnten nie Mitglied des städtischen Rats werden und durften in vielen Berufen nicht arbeiten. Deshalb betätigten sich viele Juden als Händler und Geldverleiher. Sie waren in der Regel reich. Viele christliche Kaufleute hatten Schulden bei ihnen. Deshalb und wegen ihres anderen Glaubens mit anderen Ritualen wurden die Juden beargwöhnt. Immer wieder wurden ihnen zu Unrecht kriminelle Handlungen unterstellt. Abendmahlshostien sollen sie angeblich geschändet oder christliche Kinder in ihren Gottesdiensten geopfert haben.
Immer wieder kam es zu Verfolgungen und Hinrichtungen ganzer jüdischer Familien, den sogenannten Pogromen. Am Straßburger Münster wird die vermeintliche Hoheit des Christentums über die jüdische Religion dargestellt. Rechts vom Portal die Figur, die das Judentum verkörpert. Mit gesenktem Haupt und gebrochener Lanze geht sie blind durch das Leben. Ihr gegenüber die Figur des christlichen Glaubens. Mit erhobenem Haupt und Herrscherkrone hält sie das Kreuz zum Siegeszug bereit. Die geistlichen und weltlichen Stadtherren ließen eindrucksvolle Kirchen errichten, um der Herrschaft Christi auf Erden deutlich Ausdruck zu verleihen. Das Geld für den Kirchenbau kam aber nur zum Teil aus dem Vermögen des Klerus oder der Stadtherren. Immer steuerten auch Bürger ihren Teil dazu bei. Sie verstanden das Kirchenbauwerk auch als ihr Haus. In Freiburg, wo es lange keinen Bischof gab, finanzierten die Bürger den Münsterbau weitgehend alleine. Vor allem die Zünfte traten als Stifter auf und gaben großzügig Geld. Am Modell wird sichtbar, wie langwierig und schwierig der Kirchenbau war. Die Ausführung oblag der Münsterbauhütte. Sie beschäftigte qualifizierte Bauhandwerker, die dem Münster über Generationen hinweg seine heutige Gestalt gaben. Die Steinmetze und Gerüstbauer der Münsterbauhütte waren Spezialisten im Umgang mit den Werkzeugen des Steinbaus. Mit Kränen und Winden wurden Steine, Lasten und Baumaterial nach oben gezogen. Die mittelalterlichen Gerätschaften der Münsterbauhütte sind noch heute zu bewundern. Dieser Lastenkran wurde in die Konstruktion des Münsterdachstuhls mit eingebaut und ist immer noch funktionsfähig. Wie ein Hamsterrad wird das riesige Laufrad mit menschlicher Muskelkraft angetrieben. War der Bau auf der einen Seite vollendet, wurden auf der anderen schon wieder Ausbesserungen notwendig. Das ist bis heute so. Sogar noch schlimmer. Durch die zunehmende Luftverschmutzung zerfällt der rote Sandstein des Münsters viel schneller als früher. Die beschädigten alten Skulpturen und Fassadenteile müssen durch neue ersetzt werden. Darum kümmern sich auch heute noch die Steinmetze und Bildhauer der Freiburger Münsterbauhütte. Anhand von Gipsabgüssen entstehen ganze Figuren und Steine neu. Mit dem Punktiergerät werden die Maße für die Kopie der Figuren übertragen. Der rohe Sandstein nimmt unter der Bearbeitung der Münsterbauleute Gestalt an. Das Geld für diese Arbeit kommt auch heute noch zum Teil direkt von den Freiburger Bürgern. Wer will, kann eine Patenschaft und die Kosten für die Fertigung einer Skulptur übernehmen. Zum Beispiel für einen neuen Wasserspeier oder einen Engel. So tragen die Freiburger Bürger bis heute zum Erhalt ihres Münsters bei. Das Leben in der spätmittelalterlichen Stadt spielt sich vorrangig auf der Straße ab. Auch Feste finden in aller Öffentlichkeit statt. Gefeiert werden Kirchenfeste oder Hochzeiten. Für die Musik sorgen fahrende Spielleute. Gaukler führen ihre Kunststücke und Zaubertricks vor. Eine große Attraktion sind Turniere auf den städtischen Turnierplätzen. Die Teilnehmer kommen oft von weit her. Das Turnier ist ein raues Reiterspiel zweier rivalisierender Heere mit stumpfen Lanzen und stumpfen Schwertern. In dem chaotischen Massenkampf geht es zu wie in einem richtigen Krieg. Es dauert oft mehrere Stunden, bis der Sieger feststeht. Auf dem städtischen Schießplatz messen sich die Armbrustschützen beim Wettkampf.
Feste finden auch in Gasthöfen statt. Zum Beispiel in Kaisersberg im Elsass. An der Brücke über den Fluss Weiß stand schon im Mittelalter ein Gasthof, in dem getanzt und gefeiert wurde. Im 19. Jahrhundert war hier das öffentliche Bad der Stadt untergebracht. Badehäuser gibt es auch schon im Mittelalter. Bademägde waschen den Besuchern die Haare oder bieten Massagen an. Dabei sitzt man im warmen Wasser stundenlang gesellig beisammen. Gutes Essen und Musik gehören dazu. Auch Prostituierte bieten ihre Dienste an. Das Badehaus, ein Ort, an dem man sich trotz aller Frömmigkeit ganz den irdischen Genüssen hingibt. Die mittelalterliche Stadt ist ein Ort der Freiheit. Wer das Bürgerrecht besitzt, hat die Chance, durch Fleiß und Klugheit zu Wohlstand zu gelangen. Dies gilt begrenzt auch für die Frauen. Sie sind in allen Lebensbereichen aktiv. Frauen sind im Mittelalter in allen Berufszweigen des Handwerks und des Handels tätig und haben eine gewisse Selbstständigkeit erreicht. Von dem biblischen Bild der Frau haben sie sich gelöst. Dort gilt die Frau als Verführerin. Ihre Schönheit verleitet die Männer zur Sünde. Die Geringschätzung der Frauen begründen viele mit der Schöpfungsgeschichte. Gott schuf Eva aus einer Rippe Adams. Und dass sie dann Adam verführte, von dem Baum der Erkenntnis zu kosten, lastete man ihr schwer an. Die Frau gilt als falsche Schlange, und so wird sie auch dargestellt. Eva als Stammhalterin aller Frauen wird für die Ursünde und für die Vertreibung aus dem Paradies verantwortlich gemacht. Der Magd im Haushalt einer mittelalterlichen Handwerkerfamilie wird dies jedoch nur selten zum Vorwurf gemacht. Sie und die Gesellen gehören wie die Ehefrau und die Kinder des Handwerksmeisters zur Familie. Sie alle wohnen und arbeiten unter einem Dach. Die Familie ist eine Arbeitsgemeinschaft und bildet im Mittelalter die wirtschaftliche und soziale Grundlage der Stadtgesellschaft. Oftmals leben mehrere Generationen miteinander. Die Alten werden, wenn sie nicht mehr arbeiten können, von den Jungen versorgt. Die verheiratete Frau ist die Herrin des Gesindes, der Bediensteten. Ihr Ehemann, der Handwerksmeister, ist der Vorstand des Haushaltes. Durch ihn muss sie sich nach außen vertreten lassen. Sie alle sitzen am selben Tisch und essen dieselben Speisen, denn sie sind aufeinander angewiesen. Nur als Familie und als Arbeitsgemeinschaft können sie in der Stadtgesellschaft wirtschaftlich überleben. Geheiratet wird nur selten aus Liebe. Frauen heiraten meist aus wirtschaftlichen Gründen. Für die beteiligten Familien muss es sich lohnen. Die Töchter werden nur selten gefragt.
Der Ehemann ist der gesetzliche Vormund der Frau. Sie ist juristisch und finanziell vom Mann abhängig. Die Mehrzahl der Frauen in den Städten ist berufstätig. Viele arbeiten als Handwerkerinnen in der Werkstatt ihres Mannes. Sogar in körperlich sehr anstrengenden Berufen wie der Schmiedearbeit sind Frauen tätig. Eine Domäne der Frauen ist das Textilhandwerk. Viele arbeiten als Lohnarbeiterinnen in diesem Bereich. Sie hecheln Hanffasern. Danach spindeln die Frauen die Fasern und verarbeiten sie weiter zu Garn. Frauen produzieren Wolle, weben die Stoffe und nähen die Kleider. Oft haben sie eigene Werkstätten. Im Textilhandwerk gibt es sogar Meisterinnen, die sich in größeren Städten in Zünften zusammenschließen. Die Finanzen werden jedoch von Männern überwacht. Einen eigenen Berufsstand bilden die Hebammen. Geburtshilfe ist alleinige Sache der Frauen. Doch bei ungünstigem Geburtsverlauf können auch die Hebammen nur selten wirklich helfen. Viele Frauen sterben bei der Niederkunft. Allgemein ist die Lebenserwartung sehr niedrig. Im Durchschnitt werden Frauen nicht älter als 29 Jahre. Auch die Kindersterblichkeit ist extrem hoch. Jedes zweite Kind stirbt vor Erreichen des 14. Lebensjahres. So ist es beispielsweise auch bei der Familie Albrecht Dürers. Seine Mutter gebar bis ins Jahr 1492 18 Kinder. 30 Jahre später lebten davon nur noch drei. Alleinstehende Frauen haben es sehr schwer, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Oft kommen sie vom Land in die Städte, in der Hoffnung, dort einen Hausstand zu gründen und das Bürgerrecht zu erwerben. Doch viele Frauen bleiben ledig, weil sie die nötige Mitgift nicht aufbringen können. So verdingen sich die meisten als Mägde oder Dienerinnen bei reichen Kaufleuten oder Handwerkerfamilien. Dort führen sie für Kost und Logis den Haushalt. Mägde und Dienerinnen müssen körperlich sehr hart arbeiten. Technische Hilfsmittel gibt es kaum. Sie müssen alles von Hand zubereiten. Besonders das Reinigen des Hauses und die Wäsche der Kleidung sind anstrengende körperliche Arbeiten. Alleinstehende Frauen, die keine Anstellung als Magd erhalten, entschließen sich häufig zur Prostitution und verdienen ihren Unterhalt zum Beispiel in den Badehäusern der Stadt. Andere Frauen versuchen sich mit dem Verkauf von Lebensmitteln und Kleinkram über Wasser zu halten. Doch sind die Einnahmen der Krämerinnen meist so gering, dass sie am Rande des Existenzminimums leben. Oft müssen sie in dunklen und feuchten Kellerwohnungen hausen, ohne Hygiene, umgeben von Schmutz und Ungeziefer und ohne sanitäre Einrichtungen. In der spätmittelalterlichen Stadt lebt jeder fünfte Stadtbewohner unter diesen Bedingungen. Im Alter, wenn sie nicht mehr arbeiten können, müssen viele Frauen betteln gehen. Wesentlich besser leben die Frauen der städtischen Oberschicht.
Zu Hause halten sie sich vorwiegend in der Kemenate auf. Hier ist es warm und behaglich. In der Kemenate hat die Patrizierfrau das Sagen. Hier spielt sich ihr Privatleben ab. Lesen bei Kerzenschein. Betreuung der Kinder. Handarbeiten und der Empfang von Gästen. Das Kloster ist ein Lebensbereich, der für viele Frauen attraktiv ist. Hier können sie sich aus der Vormundschaft der Männer lösen und haben Sicherheit im Alter. Meist sind die Klöster von adeligen Frauen gegründet worden und zunächst auch nur adeligen Frauen zugänglich. Doch öffnen sich die Klöster bald auch Bürgerinnen aus den Städten. Oft werden unverheiratete Töchter reicher Stadtbürger von ihren Eltern in ein Kloster eingekauft. Ärmere Frauen können nur Laienschwestern werden. Sie arbeiten als Dienstmägde bei den regulären Ordensschwestern. Zwar ist auch das klösterliche Leben vielen Regeln unterworfen, aber es bietet den Frauen auch Freiheiten, die es in der Stadt sonst nicht für sie gibt. Hier haben sie die Möglichkeit, sich zu bilden. Hier können sie sich dem Gebet und dem Lesen theologischer und philosophischer Schriften widmen. Und sie entsagen nicht nur der Welt, um Gott zu dienen, sie entgehen auch dem Zwang, einen ungeliebten Mann zu heiraten. Einen Großteil des Tages verbringen die Nonnen in Andacht und Gebet. Siebenmal am Tag kommen sie in der Kirche zu einem gemeinsamen Gottesdienst zusammen. Sie wenden sich in Gebeten zu Gott und singen gemeinsam morgens um 2 zum ersten Mal und zum letzten Mal um 8 Uhr abends. Fünf Stunden des Tages sind der Arbeit gewidmet. Handarbeit gehört zu den frommen Werken, ist Teil der Askese. Nonnen sind die ersten Frauen, die Bücher schreiben. Ihr Wissen geben sie Klosterschülerinnen und Novizinnen weiter. Sie unterrichten Lesen und Schreiben. Sie kopieren Bücher und versehen sie mit kostbaren Malereien. Im ausgehenden Mittelalter lässt die Frömmigkeit nach. Viele Klöster werden durch Stiftungen reich, so reich, dass sie reine Versorgungseinrichtungen sind. Im Zuge der Reformation werden deshalb viele Klöster aufgelöst. Auch außerhalb der Klostermauern verändert sich das Leben der Frauen mit dem Beginn der Neuzeit. Wirtschaftskrisen engen ihre Möglichkeiten stark ein. Nach und nach werden die Frauen aus dem Erwerbsleben verdrängt und müssen sich damit zufrieden geben, innerhalb des Hauses als Ehefrau und Mutter tätig zu sein. Thank you.